meine geilen Schnittchen. Herzlich willkommen zurück zu einer Folge Secret Hitler mit unseren Hobby-Hitlern Christian, Mikkel, Brammen, Peter, Sepp und Daluka. Ich bin Anti-Hitler. Hobby-Anti-Hitler. So. Oh, Entschuldigung, habe ich mich versprochen. Wieso bist du Anti? Bist du ein Faschist? Bist du einfach Anti-Alles? Faschisten das sind doch nicht Anti-Hitler. Antifa ist doch eigentlich... Alle, alle, die etwas gegen sind, sind auf ich jeden bin Anti-Hitler, Fall Junge. Faschisten. Die gegen irgendetwas sind. Unten in der Videobeschreibung steht drin, wer was ist, wenn ihr euch spoilern lassen wollt, ganz unten. Und wenn nicht, dann macht ihr kurz die Augen zu. Und zwar jetzt, wo ich meine Rolle zeige. Oh, ich muss meine Augen zumachen. Fuck. Und ihr könnt sie jetzt wieder öffnen. Hier blau. So, ihr wisst ja, könnt ihr jetzt auch mitspielen, aus meiner Sicht. Und ja, Präsident ist Mikla. Yeah. Oh Gott, das fängt ja aber schon an. Aber vorher ausgewürfelt. Natürlich. Das ist ja perfekt, dann bin ich der Letzte, der dran ist, dann heißt ich bin schon wieder raus. Dito. Das ist ich lehne mich mal zurück. Warte mal, bei dem tollen Pizmeet-Stuhl, den wir haben, ja, kann man nämlich auch das ist aber auch wirklich bekommen. Nach hinten oh, lehnen. Habt ihr auch gerade die Pizmeet-Jogginghose alle an? Ja. Ich hab die kurze an. Kurze Hose. Nein. Toll, Dalu. Nickel, ganz wer hat toll, denn jetzt eine Hose an? Kalt. Warum? Es ist arschkalt. Ich würde jetzt einfach mal. Mach den Fenster zu, es ist ja noch erste Runde, ne? Wir müssen ja nicht du hast groß so einen taktieren. PC neben dir ja, stehen. Natürlich. Und schon wählt er seinen Hitler-Kollegen. Und deswegen nehme ich meinen besten Freund. Ja. Gott sei Dank, ey. Der Peter, von Mikkel will man nie, gewählt werden. Komm, Peter, wir ficken dich jetzt direkt. Ja, ich werde für ja alle mal kurz Nein wählen. Ich bin einfach direkt für ja. Komm. Komm, Peter. Ich weiß gar nicht, wofür ich bin. Ich bin mal die für Karte eine hier. Rot-grüne ja, Koalition zwischen Peter und Mikkel. Was war da drunter? Oh, Peter ist dagegen. Peter, wieso bist du denn dagegen? Ja, weil ich jetzt schnell gefickt werde. Deswegen bin ich dagegen. Peter, du wirst jetzt gebürstet. Weil das nicht dein Faschokollege ist, Peter. Aber wieso denn Peter? Ich glaub, Peter hat schon wieder sagen, eine rote gelegt. Liberal. Ja, egal, was jetzt passiert. Sagst, deshalb unglaubwürdiger wird das. Und da kommen die Roten. Die erste Rote. Ich darf vergessen. Waren leider drei Rote. Natürlich will er drei Rote. Das war ja wieder nichts. traurig, da liegt schon die erste Rote, wa? Das ist Freunde! Witzig. Oh! Ja. Er hatte die Wahl. Er hatte die Wahl. Peter ist konsequent. Ich hab eine blaue abgelegt. Mikkel hat wohl zwei blaue gezogen. Peter und du hast eine blaue abgelegt. Okay. Peter ist confirmed Hitler. Ja. Was? Okay, da haben wir nein, schon mal zwei. Peter ist auf jeden Fall safe, liberal. Okay, das ist aber ganz schön auf Peter. Nein, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster. Der braune Pfeil zeigt auf Peter. Ja, das sehe ich auch ganz gut. Komm, wir den aufnehmen dann. Oh, das ist aber lieb. Mensch, da kriege ich jetzt rote von dir. Hatte er keine andere Wahl, außer mir die Möglichkeit zu geben, eine blaue zu legen. Wollte ich nur. Aber das weißt du doch nicht, oder? Doch, ich habe eine blaue abgelegt. Ja, aber er könnte ja auch rein theoretisch zwei rote abgelegt haben. Echt? Was? Alter, warum ist es noch sollte die erste er Runde, sagen? Leute, ne? Warum Mikkel, wir haben dich. Jetzt red mich das. Sag mir einen. Warte, stopp, bevor ihr hier abwählt jetzt. Fürs, sag mir einen Grund, fürs Late warum. Game. Nee, stopp, fürs Late Game, ja. Dass du jetzt schon die Zahlen als Fascho, also wenn du weißt, dass eine blaue durchkommt, jetzt kannst du aber so die Zahlen als Fascho durcheinander bringen. Doch, Classic J, ist doch schon klar, weil ich vote. Zack. So, ich bin okay, dagegen. Aber genau, ich bin da nämlich auch gegen, weil Bram hier schon direkt gegen Dingens shootet. Das gefällt mir nicht. Ja, ich hab nur alle Möglichkeiten aufgezählt. Hat sich schon dreimal verraten. Hier shootet jetzt aktuell noch niemand. Das war kein Shoot, das war eine Möglichkeit. Ich möchte nicht, dass ein Kanzler gewählt wird, der nicht gewählt werden will. Aus welchem Grund sollte Mikkel denn sagen, er hätte eine blaue weggelegt? Halt das sind jetzt vier Nights. Ich nicht. Ja, ich nicht. War für Jay. Ach, da. Aber Jay wollte ja auch nicht gewählt werden. Ja, das kam zu spät an bei mir. Ich möchte belegt. Nicht von Bram ich hab schon von vornherein. Aber seit wann machen wir, was Jay will? Also. Dass es die Möglichkeit gibt, dass halt der Kartencount, der nach außen getragen wird, nicht der richtige ist. Die hätten auch drei blaue haben können und hätten sagen können, sie hätten zwei rote. Ja. Warum hast du das denn nicht aufgezählt? Und sonst versucht erstmal Mikkel zu diskreditieren. Weil du mich. Ich hab nicht Mikkel diskreditiert. Ich hab angefangen. Ich zu reden, dann hast du mich direkt unterbrochen. Ja, aber nicht, dass
ist Jay und Bram in einem Team. Eine Runde geschafft, ja. Weißt du, ich erzähl was und du hast mich direkt unterbrochen, fängst direkt an zu shooten und ich war noch nicht mal fertig und jetzt kommst du mit Möglichkeiten, also ich die ich gar nicht erzählen konnte. Ich würde Jay trotzdem aber mal als Kanzler. Ja, das finde ich gut. Da bin ich, da sehe ich, da sehe ich. Das ist da schon was faul. Ja, also, was du fühlst. Wieso wollen alle auf einmal Jay haben? Aber Peter hat eine blaue Jay von drei Leuten Kanzler. Jay ist hier schon echauffiert und quasi mit der Kamera voll drauf. Ich will ja hier das keine Zensur bezeichnen. Das finde ich gerade voll schwierig. Peter, Peter ist doch rot. Peter, bist du ein Mensch, der gerne in der Wüste unterwegs ist? War ich bisher eine Woche, das war ziemlich cool. Okay, also Rommel. Versuch gerade. Peter, habe ich mich mit dir getäuscht? Er ist ein böser Mensch. Nein, Mikkel. Du bist böse. Liberal. Wobei Peter und entweder ist Jay auch liberal oder Bram, aber ich glaube nicht beide. Das gucken wir dann nochmal. Wahrscheinlich sind wir beide. Wahrscheinlich sind wir letztendlich beide liberal, aber ficken uns halt einfach so gegenseitig mal wieder. Ja, das wäre scheiße. Ja, aber du hast nicht wieder angefangen. Ey, du hast abgefuckt mit Mikkel, ja? Ich hab nicht Mikkel angefangen. Du hast angefangen. Du hast angefangen. Du hast angefangen. Mikkel hat sich schon verraten. Du hast angefangen. Du hast angefangen. Jetzt geht's. Nein, du hast angefangen. Du hast angefangen. Okay. Ja, es waren genauso viel dafür wie davor. Das Peter, kann nicht nur, wahr sein, weißt du? Erste Runde ja und Jay steckt einen Arsch. Nee, ich hab vorher auch Nein gesagt. Nee, ja. Ja. Und Peter und Jay. Ich zähl Fakten auf, die was du aus der Diskussion schreist rum. Dann hatte Bram jetzt Nein. Ich hab gar nicht rumgeschrien. Hallo, du musst gut aufpassen. Ganz schön schwierig, hier den Gesprächen zu folgen. Die verraten sich hier schon alle selbst. Ich krieg jetzt eh eine rote hier. Weiß ich von lieber Peter. Na, du, was ist denn deine Meinung dazu? Dann bin ich diskreditiert. Bis jetzt ever. Ever und ewig. Ach so. Achso, die Wahl ist übrigens zustande gekommen. Ich lege mir gut. Mal eins zurück. Ja, nochmal zurück. Und hoffentlich führen wir jetzt weiterhin. Ja. Siehst du? Das sind meine Jungs. Das sind meine Jungs. Das ist doch schon gar nicht so schlecht. War das denn so gezogen, Peter? Abgelegt. Da habe ich eine rote Karte, sodass Jonathan noch die Wahl hatte. Und dann hat er sich dafür entschieden, ebenfalls eine rote abzulegen und die blaue zu legen. Also geben wir damit jetzt den Free Excuse an Sepp. Ja, ungefähr, weil... Was heißt der Free Excuse? Das verstehe ich auch noch nicht so gut. Ja, die Hälfte der Blauen sind schon weg. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, genau. dass man jetzt drei Rote zieht, ist ja jetzt eine gute Ausrede. Ja, komm. Wieso denn da sucht er schon nach Ausreden. Also, das ist keine Ausrede. Und dann schon wieder direkt auch noch gewählt? Das fange ich jetzt auch wieder nicht. Ich sag nur... Weißt du, ich habe die ganze Zeit nur die Fakten. Mehr mache ich gar nicht. Ich shoote gegen niemanden. Bram, du weißt wirklich, ich shoote gegen niemanden. Ich sage immer nur, was passiert. Aus unserer Perspektive jetzt kurz verstehen. Weißt du, ey, Sepp, der wird jetzt auf jeden Fall drei Rote ziehen. Weißt du, also wir haben jetzt den Free Excuse für Sepp. Und Sepp direkt, Bram, den wähle ich doch direkt. Nein, du musst doch weiterdenken, Peter, ja? Das heißt, wenn Peter denkt, der ist in beiden Fällen, also wenn er liberal ist, hypothetischerweise, ist er damit halt im Zweifel gefickt, weil wenn jetzt drei Rote kommen, da kann man, ist ja auch negativ, ja? Wenn jetzt drei Rote kommen, was auch wahrscheinlich ist, er teilt die aus, ist aber liberal, kann auch sein, ja, du nutzt halt den Free Excuse als Ausrede. Deswegen, ja, aber das heißt, du willst ja jetzt nicht gewählt werden, oder? Also dann heißt er, dass er das noch nicht wissen kann. Präsentiert. Ich sag das nur bisher. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr hoch, dass er jetzt. Ja, dann hat Dalu danach den. Bram ist doch danach der Free Excuse. Bram ist schon zu 99,9% Fascho. Das ist doch schon bestätigt. Ja, aber willst du jetzt gewählt werden oder nicht? Ich hab noch einen Rose. Sonst will ich ihn danach auch. Das können wir jetzt nämlich testen. Kannst du nicht mehr. Das spielt keine Rolle. Also, ob ich jetzt gewählt werde oder Dalu danach der Free Excuse hat, spielt ja gar keine Rolle in dem Sinne erstmal. Ja, es spielt die Rolle für dich potenziell, weil du halt in unseren Augen halt diskreditiert werden könntest. Ja, weil du an Roten beteiligt bist. Also, ich an deiner Stelle. Ich wäre beispielsweise. Ja, ich bin für Nein. Ich habe noch nicht über mich nachgedacht. Ich habe gerade erstmal, ich war noch bei den Karten und dann wurde ich ja schon wieder unterbrochen. Ja, du bist da ganz größer drin. Du redest ja schon wie Gauland, der regt sich auch die ganze Zeit auf. Wow. Will man Bram versuchen zu beweisen, dass er vielleicht Fascho ist und dann wählt er Nein. Das ist ja interessant. Okay. Du willst beweisen, dass du vielleicht Fascho ich bist? Ich bin Präsident und ich wähle Bram. Ja. Bram willst du jetzt gewählt werden? Nein, will er nicht! Ja, jetzt schon, Nein. Komm. Alles klar. Nee. Hey, was für ein Beschiss, ihr reißt mich welche rein. Wo ist denn werd verarscht. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Sepp und Dalu? Das verstehe ich nicht. Gar keiner. Von da hinten geblamed. Das macht überhaupt keinen Sinn. Entweder wählst du ich also werde hier verarscht als Liberaler. Also ich wähle aktuell noch danach, was der Kanzler sagt. Wenn er gewählt werden will, wähle ich ihn. Wenn nicht, dann nicht. Ach, so einfach aber ist von das? Bram finde ich das schon ein bisschen strange, ehrlich gesagt. Ja, natürlich, weil er Fascho ist. Dann habe ich doch vorher gesagt, wenn Dalu mich dann wählt, dann sage ich ja.
Ja, das ergibt aber trotzdem keinen Sinn. Ja, doch, das ist das tut. Ja, noch ein Ei. So. Aber da ich jetzt ja Präsident bin und natürlich nicht Bram als Kanzler vorschlagen werde, weil ich bin ja kein Fascho, müssen wir natürlich wen anders nehmen. Weißt du, der Typ, der am analytischen Rang ist, doch nicht der Fascho. Du bist doch der Fascho im Zweifel. Ich bin gleich eh dran. Ja, ich weiß. Hoffe ich. Keine Ahnung. Ah, wobei doch. Ich möchte einen haben, der es noch nicht bewiesen hat. Und da Dalu als Letztes dran ist, nehme ich Dalu. Warum nimmst du nicht Mikkel? Ich hab echt Dalu. Weil Mikkel gleich dran ist. Dalu ist ein guter Two-Face. Ich mag dieses Spiel. Du kannst mit einer Dreieckskonstellation nicht liberal gewinnen. Dalu, möchtest du gewählt werden oder nicht? Ich weiß es nicht. Ja, das, schon. Nee, Moment, das ja. Problem ist, danach kommt eine Zufallskarte. Also, ja, dann ja. Das ist mir jetzt egal. Das macht Sinn. Mann. Und die Zufallskarte ist zu sehr hohem. Warum hast du jetzt nicht Mikkel genommen? Hab ich doch gesagt. Mikkel war doch schon mal dran. Mikkel wird auch gleich dran sein. Genau. Ja, aber es wird auch cool da gewesen, sind sie alle für, den zu nehmen, weil wenn der diskreditiert wird, dann ist das nicht so schlimm, weil der den Free Excuse halt schon in Blau gelegt hat. Ich hab das doch schon, ich hab das doch gerade gesagt. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, auch über die man nachdenken hätte können, aber das Problem hätte ist mit man, drei. Aber hat Jay nicht. Ja, Jay sagt aber auch, mit drei Liberalen gewinnst du das Spiel nicht, weil auch genau. Korrekt ist. Ja. Du brauchst halt noch die vierte Person. Wobei man halt auch sagen kann, man spielt einfach erstmal auf blaue Karten und hofft, dass das klappt. Ja, dann müsst ihr aber auch mehr als drei Liberale haben im Team, ne? Okay, hast du gerade gesagt, ihr müsst? Ja. Das stimmt. Weil also bist Jay, du kein Liberaler. Nee, weil Jay nämlich perfekt aufbaut. Das ist sauber, ein guter Leute. Mann. Sauber. Das ist ein guter Mann. So, Bram, hast du noch irgendwie was zu sagen gegen Meister okay. Liberalo? Ach, ja, Glück. Was wird denn da jetzt weggeworfen, Jonathan? Eine rote. Und von also zwei rote. Ah, ist doch du bist nicht Meisterliberal, du kannst auch noch Hitler sein, ja? Ja, natürlich, deswegen ja. Lege ich auch als Hitler noch bisher die nächste ist das doch scheißegal, was da ist, ehrlich gesagt, weil das wenn stimmt, wir da jetzt noch zwei okay. Blaue hinlegen, ist die ganze Nummer nämlich gegessen. Das sieht doch ganz gut aus. Ever. Peter, aber vielleicht hat er, aber Dalu hat natürlich auch keine Wahl, schon, sich jetzt gegen mich zu stellen. Das wäre natürlich dann, ne? Ja, natürlich, das wäre dann eine anstrengende Runde gewesen. Selbst wenn du davon ausgehst, das noch nicht gelogen. Ich hatte doch eine Wahl. Ich habe mich doch einfach entschieden. Ja, eben. Selbst wenn du noch nicht davon, also selbst wenn du davon ausgehst, dass noch nicht gelogen wurde, sind nicht schon blaue abgelegt worden, um eine, die Wahl zu theoretisch lassen? Theoretisch kann man aber noch gewinnen. Dann also ist doch quasi die blaue drin. Schon weg, oder? Theoretisch blaue sind noch zwei drin. Stück drin. Ah, ja. Laut offizieller Aussage. Ja, also eine wurde abgelegt von Mikkel, oder nicht? Korrekt. Ja, und das heißt, das sind als vier Felder. Weg und das sind insgesamt ja. Sechs drin, oder nicht? Also müssten noch zwei drin sein. Ja, kann sein. Ja, wer hat noch nicht, wer will noch mal? Also ich bin eher so in der linken Ecke, aber ja, dann bist du ganz bei Bram, ich wäre bei Mikkel oder Peter. Oh, ist fein für mich. Problem ist, dadurch, dass jetzt eine blaue gekommen ist, ist die Wahrscheinlichkeit noch viel höher, dass jetzt rote kommen werden und da habe ich eigentlich ja, keinen kann, Bock ja, okay. Ja, aber irgendwann muss es machen. So, und dann ich lieber... muss auch nicht mitspielen. Ja, jetzt kommt der Mega. Ja, aber ich will trotzdem keine rote legen, Bram. Das ist dann immer so ein gewinnen. Stain, weißt du? Das ist irgendwie so ein Dreck. Ja, das ist immer kacke. Fleck. Also ich würde mich opfern, wenn jetzt eine rote Peter kommt. Will ah, guck mal, Mikkel, also Mikkel will eine rote legen, Mikkel da sehe ich schon. Nein, ich denke, wir sind jetzt aber in der Situation. Aber was ist die andere Sache? Könnt ihr jetzt auch mal Nein sagen und dann gucken, ob die Free-Karte eine blaue ist? Nee, das finde ich scheiße. Aber das ist ja, so wird ja nur ein Fascho reden, ne? Also die Wahrscheinlichkeit ist halt so. So gewinnt Rot ja auch viel Karten höher. Genau, deswegen will Bram das ja. Nee, deswegen will ich das nicht. Das, so geil, wenn das ist die Alternative. Wärt oder beide liberal. Also, wenn ihr halt. Oh Gott. Was ist denn da? Oh Gott. Nee, wenn alle Ja sagen, aber ich frage mich echt, warum aber es gab ja auch kein Argument dafür. Naja, aber warum sollte man Nein sagen, Peter? Vorhin bei Jay und Dalu waren auch alle Ja und da kam eine blaue bei raus. Ja, trotz, also, ja. Das ist nicht ich glaube, die Faschos wissen ja, okay, überhaupt nicht, okay, aber bei mir war die Chance ja auch blöder, Nein zu sagen, weil sonst random gewesen wäre. Ja, so war es ja gerade auch im Grunde, oder? Also, nee, jetzt nicht. Okay. Aber welches Argument gab es gerade gegen diese Wahl? Ich glaube, die Faschos spielen bisher noch eigentlich ziemlich keine. Gut mit und legen keins, blaue und deswegen, jetzt, also sowohl für die Liberalen nicht, weil die spannend. Chance halt zu hoch gewesen wäre, eine rote zu legen, als auch für die Faschos, ja. Die sich damit halt hätten aufgedeckt im Zweifel. Ja, und ich glaube, ab jetzt cool. Kann man super gut erkennen, was abgeht. Ab jetzt, Mikkel, kann man es erkennen. Zweite Mal jetzt schon. Ich hatte zwei rote. Wie zweite Mal jetzt schon? Ja, genau, ich hatte drei rote. Also du hattest zwei rote, Mikkel konnte da nicht wählen oder sonst dann was. Dann müssten da ja noch zwei blaue drin müssten sein. Eine, wenn überhaupt, oder nicht? Oder bin ich so? Zwei, wenn keiner gewonnen hat. Nee, es ist eine mehr, als auf dem Spielfeld liegen kann. Genau. Als wenn da noch zwei blaue drin sind. Könnte wenn keiner sein, gelogen wenn keiner hat. Könnte sein, wäre cool. Hier, Mikkel, kriegst du einfach... Nee, den kriegst du nicht. Glaube ich aber nicht dran. Der macht da nochmal eine Runde.
Das hat schon mal geklappt. Ja, allerdings hat Mikkel geklappt, auch nach eigener Aussage zwei blaue gezogen. Das heißt, enttäusch er könnte mir nicht jetzt nochmal ganz locker was unterspielen. Ja. Aber egal, ich bin bereit, das nochmal auszuprobieren, weil einmal eine blaue, vielleicht nochmal eine blaue. Einmal Mikkler, immer Mikkler. Okay, wenn Peter das sagt, Peter vertraue ich da ein bisschen. Ach so. Okay. Jetzt werden, jetzt auf einmal werden die Freundschaften geknüpft in der zweiten Runde. Ach, das merkt schon. Sepp hat sich gerade aufs Federseite gespielt. Ja, aber nein! Oh, kein Nein! Meine Karte ist runtergefallen. Nein, ist runtergefallen. Ich werde sie noch ausgeblendet. Komm, zieh nochmal zwei blaue Mikkel. Komm schon, du musst mir eine blaue geben. Bitte, 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 bitte. Wieso eine? Moment, wird jetzt schon gewürfelt, oder? Gemischt? Stimmt, warum muss er denn zwei ziehen, Peter? Eine wäre doch besser. Moment. Wenn er zwei zieht, muss er mir eine blaue geben. Aber danach wird jetzt, wurde jetzt gemischt oder wenn die Karten da draufgelegt werden? Das ist eine verdammt gute Frage. Weiß ich nicht. Okay, ich guck's kurz nach, ja. Ja, guck doch mal. Derzeit wird hier mal weitergemacht. Ja, derzeit können wir ganz kurz weitermachen. Deswegen. Ich meine, die zwei werden reingemischt und die. Ja, ich guck schnell nach. Ich hab das Gewerk ja schon wieder offen. Die wird danach dann da drauf gelegt, die lege ich ab. Ja, kannst du die schon mal aber dazulegen. Noch, ja, okay, das kann man machen. Aber, was? Willst du schon mal öffnen? Ja, vielleicht schon mal die frohe Kunde verkünden. Ja, ja, Migusta, Migusta. Geil, also er hätte auch eine rote legen können. Ich hätte zwei rote und eine blaue. Oh, sick, geil, Alter. Mikkel. Nice, das Peter. Das ist jetzt ja dann safe, also nice. Das kann du ja schon dann gar nicht okay, mehr. Okay, das ist aber jetzt dann das wäre ein hartes Spiel. Wäre ja. Dann, warum weil du verschissen bist? Nein, das wäre ein hartes Spiel, wenn Peter jetzt nochmal blau gelegt hat, obwohl er Hitler wäre. Das meine ich so. Das ist, der Gamble bei vier Karten ist hart. Er ist zu hart. Ich bin aber nicht Hitler, sondern liberal. Und ja, grinst mir gerade den Ast ab. Deswegen, das, kann, ja, das kannst du nicht bringen als Fascho, glaube ich. Das kann ich mir nicht sagen. Das steht da so nicht drin. Ja, dann müssen wir uns entscheiden. Ich glaube, wir haben die immer... Ich meine, die drauflegen und dann mischen. Ja, reingemischt noch. Ja. Moment, die zwei? Also nur die zwei. Nur die zwei. Nein. Nur die Moment, zwei. Die werden auf jeden Fall gemischt hier. Die werden genau, mit die Frage ist ja, ob die hier noch da drauf kommen. Die acht kommen da drauf. Genau, ja? Die so. Und die kommen dahin. Kommen okay. Genau. Das ist auch tatsächlich gut für. Das ist sogar die Liberalen gut, ja. Na, es ist dann eine rote und eine blaue weg, wenn ich gelogen wurde. Ah, ja, Aussage. Nee, Michael, das waren noch zwei rote. Zwei rote. Ja. Ah. Genau. Das heißt, irgendwo wurde aber eine blaue dann mal unterschlagen. Tut mir leid, Bram, aber. Da waren ja noch zwei Karten da, Lu. Da hätte genau, ja noch die zwei, die da lagen, sind ja mit reingemischt. Aber, okay, also, das ist cool, aber als wenn alle ehrlich gewesen sind. Ja, keine Ahnung. Aber trotzdem, bei zwei Karten kann halt noch eine da drunter liegen, also. Lass doch einfach. Vielleicht haben wir auch alles falsch eingegeben. Vielleicht sind wir alle liberal. Wäre auch witzig. Wäre witzig. Also, tut mir leid, Bram, aber. Ne? Wait, warte, ja, ne, ich weiß, dass du gegen mich aufschutzt, seid ihr im ersten Satz gegen mich. Was votest du denn da gerade? Wer ist denn gewählt? Er ist schon zwei Schritte weiter. Bram ist ja so weit. What the fuck? Bram genau, kriegt aber das Kanzlerding, Mikkel kriegt das Präsidentending. Ja, wir machen ja einen Step nach dem anderen. Ja, wir genau, deswegen also über, allen. Bram kriegt leider kein Vertrauen von mir. Ohne Bram funktioniert das einfach nicht. So, jetzt, genau, Jay sagt jetzt, egal, was Bram, wem Bram jetzt das Kanzlerding gibt, ist ihm scheißegal. Für die Liberalen ach, ist ja viel zu bisher schnell, am besten, aus meiner sehr, sehr externen Ansicht, weil ich bisher noch nichts getan weil habe, ist doch am besten, wenn Peter gleich Jay wählt und dann haben wir theoretisch gewonnen, weil vorhin waren die beide auch sehr liberal. Sich tatsächlich wäre das auch mein Plan. Tatsächlich ist das ein Plan, mit dem ich gut leben kann. Okay, wir haben ein Problem. Nein, pass auf, das ist relativ simpel. Wenn du als Liberaler diskreditiert wirst, ja, und andere Leute fangen das an zu glauben, dann spiel trotzdem liberal. Und wenn du halt bei einer Dreierkombination, ja, als vierte Karte eine blaue legst, das würdest du als, selbst als Hitler würdest du das nicht tun, weil das halt nee, echt knapp ist. Also ich glaube, ich bin ziemlich safe liberal. So, Mikkel ist dadurch halt auch ziemlich hoch im liberalen Status, weil... Außer er hat wieder zwei blaue gezogen. Genau, er könnte wieder zwei blaue gezogen haben, das wäre so der einzige Punkt, aber das ist halt schon fast unwahrscheinlich. Ja. So, das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass Peter liberal ist, halt sehr, sehr hoch und die Wahrscheinlichkeit, dass Mikkel auch liberal ist, sehr hoch. So, das heißt, wenn Liberal jetzt auf eine Idee kommt und ich bin diskreditiert, warum nicht mitmachen? Ja, also ich finde die Idee... Ja, obwohl ich eigentlich nur diskreditiert bin durch Selbst wenn er Hitler ist, kann er dann nicht... ist egal, weil das Spiel ist dann noch nicht vorbei. Genau. Ja? Und selbst wenn er eine rote legen muss, kann ich jemanden confirmen. Genau. Selbst wenn er die Entscheidung hat zwischen Rot und Blau, gehe ich mal davon aus, dass die meisten eher mir glauben werden, falls wir anfangen, uns gegenseitig anzuschreien. Und Best-Case-Szenario, er ist liberal. Also, finde ich das... Ich genauso. Also wähle ich... Sepp, ist scheißegal, wen. Ja, nein. Also haben wir uns jetzt auf Nein geeinigt? Ich habe den Anfang der Diskussion nicht. Kann aber nicht sein, dass alle Peter und mich wählen wollen. Das ist nicht richtig.
Nee, aber Peter, ist ja egal, Zay. Aber ist also doch Wurst. Also, da, bei mir musst du jetzt nicht mehr anfangen. Ich könnte ja auch nicht liberal sein. Weiß ich nicht, ob ich da nicht anfangen könnte, wenn alle das wollen. Lass dich nicht verwirren jetzt von Brandon. Ja, aber wenn okay, alle pass das auf, wollen. Jay versucht schon tatsächlich jetzt anzufangen, euer Vertrauen in mich irgendwie negativ zu machen. Ja, aber weißt du, da gibt es halt keinen Grund für. Doch, weil, außer er selber Hitler. Ja, außer er selber ja, genau, Fasche oder nicht. So, ja. Aber ansonsten genau. Aber ist aber alle halt reden alles gerade da für diese Wahl. Nee, keiner das ist nur Bram und Sepp. Christian, ja, weil Nickel eigentlich, und Dalo haben also sich relativ zurückgehalten. Also ich finde die auch potenziell echt ganz gut. Ich höre ja, ich denke, so. dass es Leute gibt, die nichts gesagt haben, Jay. Nicht alle reden positiv darüber. Okay, Peter, vielleicht müssen wir jemand anders wählen. Ich kann dafür abstimmen. Warum macht er das dann? Warum weil er wahrscheinlich macht Jay, der aus seiner Perspektive. Ja, aber selbst dann hätten wir ihn ja jetzt quasi dann hätten wir ihn am Sack. Deswegen das ist schon nur anstrengend, wenn alle gleichzeitig. Das kann einfach nicht. Ja, aber es spielt doch keine Rolle, ob das kann oder das nicht. Kann weil nicht jetzt richtig müssen sich sein. Die Faschos müssen sich jetzt revealen, Jay. Nee. Es gibt keinen Grund, als Liberaler jetzt dagegen zu sein. Ich habe da ein ganz mieses doch, Gefühl. Doch, weil Jay versucht dagegen zu reden. Ja, genau, aber es gibt als Liberaler. So liberal. Als Liberaler gibt es keinen Grund, dagegen zu sprechen. Ja, dann sag mir, erklär mir den Grund, warum es als Liberaler jetzt jeder, klug ist, okay, dagegen zu sein. Jeder okay redet gerade darüber, dass das ein geiles Voting ist. Und warum nee, nicht jeder. Und Sepp. Nur wir drei. Aber ich bin safe liberal, Peter ist liberal und Mikkel sind safe liberal. Da muss jetzt ja aber was bei rumkommen. Ja, und aber das spielt doch keine Rolle, und wer Sepp und wer Bram redet. Das heißt, einer von uns muss auf jeden Fall. Ja, weil Bram gerade versucht. Irgendwas ist hier fishy. Nee, bin ich ja genau, ich habe eine blaue mit Daten gelegt und ist hier fishy. Ja, Moment, der, der Move an sich macht doch. Ja, du hast kann halt nur wenn du zwei rote hast, zwei blaue. Kann Zweifel dran haben und dann trotzdem ja wählen, das verstehe ich nicht. Peter, du musst halt jetzt machen, wenn du einfach eine blaue hast, dann haben wir Jay, wenn ihr beide liberal seid, ja, dann ist das doch alles cool gelaufen, aber einer von euch beiden ist es nicht, wahrscheinlich dann du. Also wenn ich jetzt, na egal, ich darf ja nicht reden. Jay. Du darfst ja, schon reden, halt eine rote darfst du nicht über die Karten reden. Ja, warte ich jetzt auch. Ja, Peter. Ja, er redet ja. Nee, aber Jay hat tatsächlich zwei rote gekriegt. Das ist nicht das heißt, gut, Peter. Wir hab müssen ja uns gesagt jetzt hier. Ja, Jay. Irgendwas. Ich kann ja auch nichts daran ändern, dass ich drei rote gekriegt habe. Ja, und es passiert ja automatisch irgendwann, dass nicht immer nur blaue gezogen werden. Also, ja, aber alle waren dafür auch, ne? Es haben nicht die Liberalen ja, versucht, weil die das abzuwenden, ja, weil theoretisch wäre das Ende. Ja, der muss aber nicht nämlich auch so. Ja, doch. Ja, aber wenn beide liberal wären, gewonnen. Genau, nein, dann hätten doch die Faschos dagegen gestimmt. Also genau, wenn ich Fascho gewesen wäre, hätte ich dagegen gestimmt. Nee, musst du nicht, Sepp. Weißt du, wenn wir davon ausgehen, dass Peter hundertprozentig liberal ist, ja? Ja, und Jay auch. Und der, nee, wir Peter gehen davon aus, dass ja Peter hundertprozentig liberal Peter ist, genau. Gereicht. Nur Peter hätte gereicht, ja. Dann, hätte auf der, dann hätten alle Faschos trotzdem ja gesagt, weil dann hätte Jay immer blocken können. Ah, im Zweifel hätte er sich dabei revealed, aber er hätte immer blocken können. Und jetzt ja, das heißt, es gab auch für revealen. Die. Jetzt musste er sich nicht revealen, aber für die Faschos gab es halt keine. Dann hätte kein Peter Grund, aber nachgucken können. Nein, ich zu kann sagen. Jetzt auch noch nachgucken. Genau, er kann jetzt auch nachgucken, selbstverständlich. Ja, stimmt. Ich überlege nur gerade, wen ich nachgucke. Wieder ja, aus der Perspektive heraus. Ne? Finde ich, ist das schon ein sehr schwerer Schlag für Jay. Ich glaube, ich würde Bram oder Sepp gucken. Ja, von mir aus gerne. Quatsch, Bram! Tatsächlich. So ein nee, Quatsch. Dann erklär dich gegen, bitte. Überlegen. Ich würde keinen nehmen, wie ich erkläre mir, ich habe dich doch erklärt, indem ich gesagt habe, wenn alle wollen, dass Peter als Präsident mich wählt, ja? Ja. Warum sollte das alle wollen? Habe ich gerade erzählt. Ja. Wenn du zugehört hast, habe genau erklärt, warum das perfekt ist. Ja, dann erklär's mir bitte nochmal. Weil das entzieht sich meiner Logik. Wenn wir davon ausgehen, dass Peter, jetzt halt mal die Schnauze. Wenn wir davon ausgehen, dass Peter 100% liberal ist, ja? Davon gehe ich aber nicht aus, weil davon alle das wollen. Ja, davon gehen wir aber alle nicht, aus. Davon kannst du aber nicht er hat ausgehen. Er hat aber die vierte blaue gelegt, das würdest du nicht mal als Hitler gemacht. Und er hätte natürlich eine rote legen können. Warum nicht? Warum sollte das Gamble denn nicht das eingehen das letztendlich? Haben wir aber tatsächlich, ja. Also das haben wir das kann doch ein guter Zug gewesen sein, um halt gerade das noch zu machen. Es ist aber sehr... Alle wollen das und ich weiß, was ich bin und ich bin liberal. So, Peter, warum wollen das an, alle? Das kann nicht gut sein. Wenn du davon, nee, pass auf, wenn du davon das ausgehst, dass die Liberalen glauben, dass Peter liberal ist, ja? Das heißt, du gehst nur davon aus, dass die Liberalen das glauben. Dann sagen die logischerweise ja. Und die Faschos sagen auch ja, weil, wenn du nämlich Fascho bist, kannst du nämlich im Zweifel, selbst wenn zwei blaue und eine rote kommen, weil es gibt ja nur noch zwei blaue, auf jeden Fall abwenden. Aufgrund des schlechten Votings, weil halt alle ja gemacht haben, bin ich mir echt nicht mehr sicher, ob Peter liberal ist. Aus weil meiner Peter, Sicht, weil ich ja hundertprozentig liberal bin. Ja, aber bist du ja nicht.
Ja, ich also habe eine blaue mit Dalu gelegt und ja, ich und habe eine blaue mit wen noch gelegt? Ja, du bist vielleicht Hitler. Ja, genau, das gleiche kann Peter, ich, genau, Peter hat genau die gleichen Sachen Peter gemacht. Peter hat genau die gleichen Moves gemacht, da hat der Junge nicht ganz unrecht. Ja, aber ich weiß ja, was ich bin. Zu legen ist das Relevante. Nee. Und die haben Mikkel und Peter zusammengelegt. Die vier musst du nicht. Ich muss Bram zustimmen. Wen habe ich denn vorhin als Präsident gewählt? Ich habe zweimal von Mikkel die Wahl gekriegt und mich für blau entschieden und war ja auch einmal Präsident. Bin ich vielleicht sogar an drei von den vier blauen Karten. Du meinst, wen du als Kanzler gewählt hast? Ja, als Kanzler, ja, genau. Ja, warst du. Mit Jay. Einmal Jay. Okay, das heißt, ich bin an drei von den vier blauen Karten hier beteiligt. Ja, ich habe nicht nur das gleiche gemacht wie Jay, oder? Ja. Ja, dann such mich durch. Ist cool für mich. Ich bin ehrlich gesagt dafür, weil Jay und ich sind gerade. Okay, ist das die richtige Karte? Safe. Das ist die Party-Membership-Karte. Genau. Da steht jetzt Faschist oder Liberal oder sowas drauf. Da steht Liberal drauf. Jay, wir sind in einem Team. Das ist gut zu wissen. Warum? Das verstehe ich nicht, warum Jay dagegen war. Wir haben jetzt einfach nur Pech gehabt. Jay, wenn ich jetzt eine blaue Karte gehabt hätte, hätten wir gewonnen. Wir sind in einem Team. Alle reden. Vielleicht haben die Faschisten schon aufgegeben. Ich bin der Einzige. Nee! Also so dumm bist du als Fascho nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Wäre ich mega enttäuscht von dieser Folge. Wir sind trotzdem in einem Team. Ja, okay. Na, jetzt glaubt er mir trotzdem. Ja, ich bin halt wirklich am strugglen gerade. Lass dich nicht dadurch verunsichern. Ja, alle reden wieder auf mich ein. Nee. Ja, aber das ist doch genau das, was die Faschos damit erreichen wollen. Wir machen weiter. Ja, okay, genau, aber das, eine Prämisse, dass Jay nicht Fascho ist, wenn wir davon ausgehen, wir können das ja, da ich ja liberal, genau, da ich ja safe liberal bin, können wir das jetzt so machen. Nee. Die ganze Zeit, warte mal, doch, ich bin ja auch, dass Peter Hitler ist. Ja, okay, dann Moment, da müssten wir jetzt auf einen Moment, wieso, also Peter nee, war doch gerade 100% liberal. Ja, ich bin immer noch davon aus, aber die Möglichkeit besteht trotzdem. Das wäre jetzt das Klügste, nur alle Möglichkeiten. Das Klügste aus liberalen Sicht wäre, wenn wir jetzt die ganze Zeit Nein wählen, bis ich Präsident bin, weil ich ja liberal bin. Ich bin auch dafür. Ja, aber du könntest Peter nicht als Kanzler wählen. Ja, dann nehme ich halt wen anders. Ich würde mich bereit erklären. Im Zweifel kann man ja auch raus. Das geht ja nicht. Mikkel geht nicht. Dann nicht. Ja, aber der Satz war so. Keine Ahnung, ich könnte zum Beispiel Dalu nehmen, weil der mit mir halt auch eine blaue gelegt hat. Mit drei Liberalen gewinnst du diese Runde nicht. Nee, mit drei Liberalen gewinnst du die Runde nicht. Das habe ich ja gesagt. Kann vielleicht sein, dass du doch im gleichen Team bist wie Bram, weil der hat eigentlich meiner Meinung nach schon sehr liberal argumentiert die ganze Zeit. Du hast dich halt von dem Voting verunsichern lassen, aber er war eigentlich auf der richtigen Seite. Ich kann auch Bram nehmen. Auch cool. No. Also ich meine, das ist halt egal. Wenn ich eine blaue lege, wissen wir am Ende, dass er dann halt, also weiß ich zumindest aus meiner Sicht dann, dass er halt Fascho ist, wenn er eine rote legen sollte. Genau, also halt Bram ist ja jetzt auch gerade, bis gerade davon ausgegangen, dass ich liberal bin. Jetzt hatten wir Pech mit den roten Karten und ich habe dich gesaved. Jetzt heißt es, Peter könnte auch Hitler sein, ist ja auch richtig, aber Bram, du tendierst ja bei mir schon eher Richtung liberal, oder? Ich bin nämlich da wegen der Viererkarte, weil ganz ehrlich, also wenn du Hitler bist und legst die vierte Karte, dann ist dein Gamble halt so hoch. Genau, das heißt, du tendierst bei mir eher Richtung liberal. Das heißt, du würdest mir ja auch eher glauben, dass Jay wahrscheinlich auch liberal ist. Da tendiere ich gerade auch zu, aber mich wundert halt dann die ganze Zeit, warum Jay so shootet, doch. Ja, das ist ja jetzt dann egal, ist halt so, also pass auf, ganz ehrlich, ich tendiere, für dich zur Erklärung, ja, ich tendiere dazu, dass du Hitler bist, weil Jay die ganze Zeit so geil geshootet hat. Und der einzige Grund, warum du Jay in Schutz nehmen könntest, wäre der, dass du Hitler bist und der sich gerade an dir als Fascho gespielt hat. Weißt du, das ist der Grund, warum ich eigentlich tendiere. Als Hitler würde ich Faschos unter den Zug werfen, ganz ehrlich. In der Hoffnung, gewählt zu werden. Da würde ich nicht versuchen, irgendwelche Faschos zu helfen. Die Gambles gab es ja auch schon in beiden Richtungen. Ne? Das ist halt immer so schwer. Die gab es schon in beide, ja. Ah ja, verstehe ich. Ich habe gerade aber ein bisschen von mir verloren, aus, ja. Wer war gerade Präsident und wer war, also liegt er da richtig? Mikkel war Präsident. Das liegt dir falsch. Das liegt dir falsch, so ist richtig. Ah ja. Ja. Und Sebastian hat die. Ich dachte gerade, Sepp hätte Präsident. Dann stimme ich jetzt für nein, okay. Ist potenziell ja die klügste Sicht aus unserer, also meiner wäre Meinung ja die nach klügste Sicht aus Dreier unserer Sicht, ja. Ach so. Ja, Mikkel sieht die Sicht auch so. Du siehst die Sicht grade, da auch der so, hat, der hat gerade zumindest gesagt, Jay wählt, meinte er, würde sich als Kanzler anbieten, da war Jay dann aber gegen. Ja. Ich kann ja nur aus meiner Sicht sprechen, und zwar als außenstehender Liberaler habe ich nicht zum Spiel beigetragen und weiß nicht, wie, ob das, also irgendwas passt da nicht. Das ist ein Liberaler zu viel in meiner Rechnung. Ja, wahrscheinlich, natürlich.
Irgendeiner von uns wird wahrscheinlich Fascho sein. Aber ich weiß, dass das nicht Jay ist. Sepp ist in seiner Stimmlage nicht liberal genug. Weißt du, wenn er jetzt als, wenn er sich ungerecht behandelt, wird, wieso bin ich denn jetzt nicht liberal, weißt du? Wieso bin ich denn jetzt wieder Traitor? Ja? Diese aber Stimmlage hat Sepp aktuell. Warum bin ich denn nicht Sepp, Trader? Warum bin ich denn jetzt Und deswegen glaube ich halt, dass er Fascho ist. Aber selbst wenn du liberal bist als Außenstehender, ja? Und von mir aus ist da auch ein Typ zu viel drin. Was spricht gegen den Plan von Peter? Nee, den Plan finde ich gut. Ich dann lass weiß ihn doch nicht. Wenn er also nichts gegen spricht. Jay wählt wen? Mikkel. Bram. Bram oder Mikkel? Das kann ich mir noch überlegen. Sollten ja. Ich wäre für Bram. Warum bist du nicht für Mikkel? Du warst selber auch für Bram, damit du mich im Zweifel revealen kannst als Fascho. Genau. Ich kann ja auch genauso gut Mikkel revealen als Fascho. Ja, aber Bram ist hier gerade ein sehr krasser Einfluss der ganzen Nummer und ihr Achso, den wollen wir da Mundtot machen, die ganze Zeit gegenseitig an und es wäre mega geil, wenn ihr merkt, dass ihr im gleichen Team seid, ja, weil dann hätten wir schon viel gewonnen. Ja, meinetwegen. Aber mit der nächsten Blaue haben wir ja eh gewonnen. Also. Meinetwegen, wenn Mikkel da auch kein Problem mit hat, können wir das gerne so spielen. Ey, weißt du, nachher, solange Im ich Im Zweifel kann ich halt die nächste Präsidentschaft raussuchen. Verloren haben. Ist ja auch nicht so schlecht. Das stimmt. Und das kann ja sogar jeder werden. Der darf nur nicht jeden wählen. Ich wähle einfach mal. Ist schon alles komisch, ey. Mann. Mal gucken. Bin gespannt, wie der da am Ende sich aufklärt. Okay. Ich hab da immer noch ein ganz mulmiges Gefühl bei der gesamten Geschichte. Ja, irgendwie. Das ist halt super unwahrscheinlich, alles was läuft. Ich würde mir wünschen, dass wir in einem Team sind, Jay, aber dann ist natürlich... Ich verstehe, dass das alles nicht so glatt laufen kann, wie das tut. Offensichtlich habe ich zugehört. Okay, Christian ist Fascho und hat das Spiel schon abgegeben. Ich finde Bram ganz cool. Ja gut, ist ja eh egal, ne? Dann lasse ich da liegen. Aber ich muss ja hinter meinem Wort stehen. Was denn? Ja, jetzt wählen eben fünf Leute. Ja. Nein, ich habe jetzt Ja gemacht. Jetzt bin ich auch du bist ein schwacher Präsident, wie cool. Hinten. Ich stand hinter meiner Entscheidung. Okay, Chris hat auch Ja genommen. Hat er ja genommen. Bleiben wir jetzt cool. Also so? Ja. Ich bin noch kein Freund von. Ich bin da auch nicht so der größte Freund. Aber ich mach das, weil Peter das gerne möchte. Ich mach es auch, weil Peter es will. Peter, okay, sehr Nickel. Aber Feder spielt echt nicht schlecht. Okay, pass auf. Zum Beispiel jetzt gerade die Frage, Sepp, ja? Wenn du angeblich doch so liberal bist, ja, warum spricht jetzt auf einmal der Plan, bei dem du drei Runden vorher warst? Warte mal, zwei Leute von denen, die auch sagen, sie sind liberal, sagen gerade auch, ich bin da auch nicht so der Freund von. Und ich sage, ja, aber du hast vor zwei Runden auch gesagt, ja, das ist cool. Das ist der Unterschied. Ja, weil jetzt zwei andere auch sagen, ich bin nicht damit so cool. Jetzt wovon ich gedacht habe, sie sind drin liberal. Ne? Ich weiß, du bist liberal. Ist ja egal, wenn Sepp einen Nein macht, ist es halt dann trotzdem durch. Deswegen habe ich da Bauchschmerzen. Ja. Genau, aber gut. Deswegen. Okay. Also. Ich bin dagegen. Ich glaube, die Faschos sind Mikkel halt Chris, Dalo und Sepp. Christian hat Nein gemacht. Das könnte gut sein. Ja, ich finde Bram immer noch cool, aber Jay nicht. Du weißt genau, dass da zwei Namen vertauscht wurden in der Richtung. Das ist einfach eine blaue dabei. Also, ich denke, Chris und Sepp sind klar und dann entweder Bram oder Dalo. Brauche ich gar nicht mehr legen. Yes! Booyakascha! Too easy. Alter, war das... Was war denn da los? Ich war jetzt letzter dran und Sepp ist in der ersten Runde übersprungen worden. So viel Pech gehabt, ja. Bis wir was machen konnten, lagen da vier Blaue. Ach ja, guck mal, Peter, welche Rolle ich wieder hatte in diesem tollen Spiel. Okay. Das Einzige, was ich machen konnte und gemacht habe, sonst hättet ihr noch früher gewonnen, ich habe eine Blaue weggelegt. Sie haben halt null Gegenwehr gehabt. Ja. So, also mal kein Aufbaum. So, weiß gesagt, nicht, Sepp ist in der ersten Runde übersprungen worden, weil er liegt ja eh eine Rote. Ich auch. Das ist meine erste Karte, die ich gelegt habe. Die Finale. Und dann Christian war als letztes dran. In dem Moment war schon vorbei eigentlich. Da musste man ja alle Christian gar nicht mehr glauben. Da hat man schon sein Dreieck gehabt. Und du hast mich vor die schlimmste Wahl überhaupt gestellt. die dritte Blaue, da konnte ich nichts mehr tun. Du hast mir die Wahl gelassen, rot oder blau, bei der dritten Karte, wo alle schon... Wo du kannst als Hitler nicht... Nein, Hitler eh nicht hingehen da wäre ich nie wieder gewählt worden. Legen, wenn du die Wahl hast. Wärst du auch nicht.
Aber trotzdem, ich glaube, einfach. Die einzige Chance, die, also, die ich in euch gesehen hätte, wäre, Bram zu diskreditieren weiterhin. Und das kam halt gar nicht von euch. Ja, das war halt stimmentechnisch, war dieses ganze Spiel dominiert von Jay, Bram, ja, ja. Ein bisschen von mir. Also ich habe ein bisschen versucht, da noch mit reinzufummeln, aber war da auch ein bisschen allein. Aber aus meiner Sicht war das halt einfach ultra fishy, weißt du so. Ich war ja hundertprozentig liberal, auch aus meiner Sicht. So, und dann sagen alle so, ja, ich finde das super, wenn Peter jetzt als Präsident Jay wählt. Alle finden das geil. So, Moment, fuck, das sind vier Blaue, das kann nicht sein. Das war der einzige Move, der hätte noch irgendwie ein bisschen für Durcheinander sorgen können. Aber dann hat Peter halt Jay genommen und das war für uns halt der Killer. Danach waren halt zwei Liberale sich so sicher, dass sie liberal sind. Wir hätten uns zweimal auf den Glücksfaktor verlassen müssen. Da ist einmal schiefgelaufen, und zwar nachdem gemischt wurde und Mikkel und Peter wieder dran waren. Genau. Da hätte auch Rot kommen müssen, aber das hatten wir nicht. Ja, die dann, vierte hat es für mich wirklich gekillt, bis dann. Ja, genau, wenn die Rot gewesen wäre. Bis dann über Jay, ich dachte kurz, Peter konnte Hitler sein. Ich war mir bis zum Ende nicht sicher, ob Peter nicht blau war, rot war. Weil Peter keine Wahl gehabt hätte, wäre noch alles drin gewesen. Ich hatte echt da Schiss. Der Plan war, so ein bisschen Jay von Peter abzuwenden und naja, kam nicht so. Ja, schade. Easy Win. Im Spiel hast du echt Pech, wenn du als letztes dran bist. So, das ist ja echt das hart. Stimmt. Ja, safe. Wenn da schon drei Blaue da liegen, bevor du dran bist, ist fast Ende. Ja, ich habe eine Rote gelegt. Das stimmt. Ja. Ja, das war wieder eine Folge Secret Hitler. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Schreibt in die Kommentare, welches Play euch am meisten gefallen hat. Haut rein. Boah, Zug 7 war echt geil. Boah, ciao. Ciao.